So, willkommen zurück zu Outlast 2. Machen natürlich genau hier weiter, wo wir aufgehört haben. So, dann schauen wir uns hier mal um. Gut. Eine Batterie ist hier erstmal nicht zu sehen. Oh Gott, ey. Bitte nicht, ey. Super, fuck. Oh, wohin? Oh, eine kranke Welt hier. Oh, komm, komm, komm. So, mach natürlich genau hier weiter, wo wir aufgehört haben. Ah, cool. Na komm, beweg dich mal schneller, ey. So, genau da will ich hin. Wo lang, ey? Kommen wir da vorbei, ne? Boah, da unten ist auch einer. Kommt der hoch, ja? Boah, wo ist der Typ, ey? Boah, der steht genau hier vorne, ey. Komm, 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 komm. Ich hoffe, hier ist keiner. Oh, komm. Schneller, 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 schneller. Boah, das war ein Krampf eben, ey. Meine Fresse, ey. Boah, ey, Hammer. Hammer anstrengend, ey. I guess this is where the magic happens. Chairs for an audience to watch. I only saw her afterwards. I couldn't have. Ja, komm, laber nicht so viel. Die Alte haben sie mal richtig angekettet, ey. Immer rein ins dicke Fotzenloch, ey. Naja, gehen wir mal weiter. Naja, dann lassen wir die Alte einfach mal da liegen. Schöne Batterie. What the fuck is this?
Ein paar Körperteile. Die können wir alle da liegen lassen. Oh Gott, was ich getan habe. Und er zwingt meinen Blick darauf, wenn ich schwach bin und Angst habe. Es war nicht meine Schuld, dass Jutta nicht schwimmen konnte oder dass er mich nehmen wollte. Ich hätte ihn gerettet, hätte ich die Kraft gehabt. Ich zweifle nicht an dir, Herr. Doch bitte zwing mich nicht, Tag wie Nacht von solchen Träumen heimgesucht zu werden. Ich kann ihn nicht mehr ertrinken sehen. Nimm meinen Tod als Buße, denn ich trage Papa, Knuts, Kind und leide Schmerzen. Wie ich sie... Was, wie ich sie... noch nicht kannte. Das Kind in mir muss der Ärztemond sein, bei dem Albträumen und den Leid in und um mir. Ich bin dein. Boah. Kranke Missgeburten hier, ey. Alter, wo bin ich denn hier, ey? Batterie. Da ist natürlich zu. Dann gehen wir mal hier rauf. Na, ist so dunkel, ey. Schöner Fresstisch, erinnert mich so ein bisschen an Resident Evil. Oh nein. Bitte nicht. So, wo lang? Ey, renn hier einfach irgendwo hin, ey. Oh, wie weit denn noch? Und nochmal. Seid ihr krank oder was? Komm, komm, komm. Oh Mann, ey. Ist das ein bisschen zu laut, ey? Boah, wo lang, ey?
ist halt bloß der eine Weg hier. Boah, ey. Ich werd ja irre. Boah, ey. Ey, hallo? Also wenn die Musik nicht so extrem sein würde, von der Lautstärke her wäre top, ey. Echt. Der dröhnt ja in den Ohren, ey. Das ist ja der Hammer. Ja, hier liegt aber auch nur Scheiße rum, ey. Ich guck erstmal hier. Ist offen, Taschenlampe. Liegt aber nix rum, ey. Papier ist kostbar. Jegliche Nutzung für Zwecke, abgesehen von Kopieren, Knauts, Evangeliums, muss man von einem Diakon genehmigt werden. Auf das Stehlen oder die Verschwendung von Papier steht die. Vom Papier steht die Blutstrafe. Oh Mann, ey. Texte werden auch immer besser, ey. Der schlummert ein bisschen. Stimmt, da hoch war, ja. Weil hier durch komme ich nicht. Gehst du mal hier rüber? Geht nicht. Gehen wir im Tier lang. Er filmt schon wieder. So, was haben wir hier? Oh nein. Was war das, ey? Warte mal, ich gucken, ob ich da irgendwie rumkomme. Oh, überall fliegen, Alter, die liegen doch hier bestimmt schon eine Weile. Kann ja nur der richtige Weg sein, also von daher. Kann ich das hier anmachen? Nee. Na, wieder was zum Lesen. Ziel. Die Kinder sollen ihre Pflicht nicht fürchten, sondern sich an ihr erfreuen, denn sie sichert ihnen einen Platz im Himmel. Denkt daran, im Himmel ist kein Schmerz, Papa gab dir Lehm und der Lehm ist sein, Gott gab dir Lehm und dein Lehm ist sein, du kannst der Feind sein, ohne es zu wissen,
Angst ist die Waffe des Feindes. Gott kennt den Weg. Beschäftigen, studieren. Der Wal rettet Jona vor dem Ertrinken. Jesus in der Wüste mit Satan. Abraham tötete Isaac im Herzen. Projekt Engel zeichnen. Wer könnte der Feind sein? Okay, er speichert schon mal. Aber hier draußen ist es aber auch nicht sehr sicher, ey. Vergiss es, ey. Na, warte mal, dann können wir das da bestimmt hier schieben, ey. Dann hier ist auch nochmal ein Text. Mama, Frau, Kason hat gesagt, ich darf nicht sagen, was sie machen werden, aber sie hat nicht gesagt, dass ich nicht schreiben darf. Bitte lass dich mich nicht töten, ich liebe dich und Papi. Aha. Sag doch, den können wir schieben, ey. Oh nein. Ich hab doch nicht eben das, was gesehen, was ich gerade gesehen habe, oder? Wir gehen erstmal hier lang. So, da können wir schon mal nicht lang. Dann können wir das schon mal abhaken. Oder war Glas? Wir gucken erstmal hier. Oder warte mal. Oh shit. Ganz schlecht, ganz schlecht. Boah, ich weiß auch gar nicht, wo lang, ey. Aber wir können uns ja hier mal ein bisschen umschauen. Da oben haben wir noch einen Text. Wo war er hier? O Herr, ich bereue von ganzem Herzen, den Propheten Ezekiel beleidigt zu haben, und ich verabscheue jene Sünden, den ich beleidige meinem Herrn, der gut ist und meine Liebe verdient. Ich verdiene und ersehne die Strafe, bis mir eine Zeit gegeben ist, zu der ich durch deine Liebe und Gnade und die des Propheten Knos nicht mehr sündige. Alles klar, ey. Boah, das ist so groß hier alles, ey. Boah, ich weiß nicht, wo lang, ey. Das ist ja einfach schon zu groß, ey.
Bleib bloß da, wo du bist, ey. Kapitel 10. Dann zeigte der Herr mir das Werk, das auf dem Ambus-Temple Gates geschmiedet werden soll. Eine Klinge scharf, dass sie selbst die Kehle des spinnenäugigen Slums schneiden kann. Und ich versammelte meine Jünger aus dem Land Albaruk und der Stadt Holy Faith und von den impotenten Apokalyptikern in Los Alamos, ständig gejagt von den Zöllnern und ihren Steuersammlern, gehetzt wanderten und wuchsen wir zu einem Stamm durch die Wüste. Der Herr gab Ezekiel mehr Frauen als Brüder, doch ich wies keiner ab. Weder Diebe noch Huren, Vergewaltiger, süchtige Mörder, Kinderschänder, Krüppel. Und ich fragte den Herrn um Rat wegen der Versuchung vieler Frauen und eine Stimme starken Weines sprach: Kennst du nicht Abraham, Jakob, David und Salomon? Ich befehle nur, dass keine Frau gegen ihre Schwester eifert, entdeckte nicht den Körper der einen, solange die andere lebt. Und nimm nicht deine Töchter über ihre Mütter vor ihrem ersten Blut oder wenn die Ältere noch lebt. Und deine Frauen und Töchter werden deine größten Krieger haben. In Wimpeln mit Waffen, die weihen. Und es sei an dir, Kinder mit diesen Frauen zu zeugen und Kinder mit diesen Kindern und Kinder mit diesen, bis dein Blut eine Nation ist. Und von dieser Nation wird der Feind entspringen. Die Schlampe geht mir voll auf den Sack, ey. Scheiß Rumgesinge, ey. Halt bloß deine dumme Fresse, ey. Du dumme, verfickte Drecksschlampe, ey. So, da hinten ist Licht. Können wir mal dahin gehen. Achso, hier war ich schon, wa? Ja, fuck, ey. Wo lang? Alles klar. Verpiss dich, ey. Oh, shit. Oh, nein. Verpiss dich, ey. Komm. Alter, der Puls steigt. Oh, dieses Game, Alter, ey, das geht so unter der Haut, ey.
Ah, komm, scheiß drauf, Alter. Mach auf jeden Fall in der nächsten Runde weiter. Also haut da rein. Bis dann.